Zeit für Witz vom Olli. Ja, Obacht. Also auf die Frage, ob ich beim letzten Witz hab einfahren lassen, das kann ich negieren. Wenn ich das jetzt richtig eingefügt habe. Also es war nicht so, es muss wohl irgendwie das Polster, also, aber es hört sich echt an. Also, okay, ich bin ehrlich, es wird heute wieder FSK 18 mäßig. Also, ist ja klar, dass mir zu dem Thema sofort ein Witz einfällt. Ich weiß nur nicht, wer mir den geschrieben hat. Erzählt haben mir schon viele, auch bei der Auftritte. Volle Deckung kann ich nur sagen an der Stelle. Er ist mit seiner neuen, eher doch korpulenten Liebschaft wieder am Start. Tango Horizontal. die wissen, was ich meine. Und sie besprechen einen Stellungswechsel und sind dann in der Stellung 69, also. Und plötzlich lässt sie einfahren und sie ist ganz verlegen und sagt, es tut mir jetzt wirklich leid. Und dann sagt er, ach du, ein bisschen frische Luft tut ganz gut. Nee, das ist auch so. Aus der Kategorie Witze, die ich niemals erzählen würde. Du bist vollkommen okay, ein bisschen frische Luft tut gut. Hey, bitte. Oh je. Und jetzt kommt aber einer. Robert Novak hat eingeschrieben. Den finde ich so, der hat mich gestern, ich saß gestern wieder, der halbe Tag lachend im Auto, im Büro, ständig ist mir der Witz durch den Kopf, wo Zicklinde zum Rigobert sagt, sag mal, schaust du mit unseren Kindern einen Horrorfilm an? Da sagt er, ja, du nimmst ja unsere Kinder auch mit zu deiner Mutter. Da sagt sie, ja, aber der Vergleich hinkt. Dann sagt er, ja, deine Mutter auch. Der Vergleich hinkt. Der Vergleich hinkt und er sagt, deine Mutter auch, also deine Mutter auch. Ey, großartig, großartig, lieber Robert, ey, großartig. Du nimmst sie mit zu deiner Mutter. Der Vergleich hinkt, ja, deine Mutter auch. Ja, und ich ende wieder. Wie immer, hast du einmal was mit einem Siegel gehabt? Dann bleibe gesund, werde gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst. Und nochmal, ich war am Dienstag war ich im ZFP in Calw, am Tag der psychischen Gesundheit. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso klarer ist mir wieder geworden oder ist mir es einfach, dass Humor elementar wichtig ist für die psychische Gesundheit. Viele denken, ja, guck, der Lai im Auto erzählt sich einen Witz, den er gerade abliest oder dem man einer erzählt hat und lacht und hat, vielleicht hat er auch mal was mit einem Siegel gehabt. Ich habe noch nie was mit IC gekehrt. Nee, es ist einfach
es ist einfach gut, weil in dem Augenblick, wo du wirklich herzhaft lachst, hast du hier oben keinen Platz für schlechte Gedanken, keinen Platz für Trauer, für Leid, für was auch immer, sondern es ist oben Leerlaufen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen ja, beim Olli ist immer Leerlauf, aber ich war tatsächlich mal bei so einem Gehirnforscher, bei so einem Mediziner, so, der hat gesagt, wie sehr gibt man einen Hirnschlag? Ist bei Ihnen ein Schlag ins Leere? Nee, macht man keine Witze drüber. In diesem Sinne, werde gesund, bleibe gesund, verliere niemals den Humor, sonst wird es wieder ernst und am anderen Ende fahren. Siege.